Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Dann will ich mich erstmal hier oben umgucken. Hier wäre dieser Notschalter gewesen. Alles klar. Echt jetzt? Hatte ich mich nicht da irgendwo verkämmt? Über der genau. Hier wäre noch Adam. Okay. Wärme suchen. Ja, was will ich denn? Eigentlich einen Panzer brechen erstmal, ne? Den brauche ich ja momentan nicht. Will einmal durchsuchen. Oh. Ah, mein Nacken tut ein bisschen weh. Merke ich gerade ganz schlimm. Oh. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Mark reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ja. Ach Mann! Leck mich doch! Oh, ich hasse es! Wo war der Schalter? Hier war der Schalter. Ich hab sie doch abgestellt! Nein, das ist die Medi-Stil. Oh. Ah, okay. Mann! Ich brauche wieder mehr Medikits. Meine Medikits sind schon wieder alle geballert. Danke, dass du es kaputt gemacht hast für mich. Da unten. Okay, ich habe ihn gesehen. Warum muss der denn defekt sein? Okay, muss ich... Okay, erstmal das öffnen hier. Oh. Nein. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Ripture fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldigen? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Alles klar. Nur Helden und Verbrecher gibt es also, nach seiner Aussage. Nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Alles klar. Ich will keine Gamebank benutzen, Mann. Dann einmal kurz nachladen. Kann ich die wieder mitnehmen? Ich brauche mal ein paar Medikits. Das wäre halt einfach sick. Da komme ich gar nicht durch, okay. Da komme ich nicht durch. Cool. Das habe ich durchsucht. Hier noch so. Ah, ich sauf eindeutig zu viel im Bioshock. Eindeutig. Ja, dann bin ich hier, glaube ich, in dem Abschnitt fertig. Scheint zumindest so. Da war ich. Hier kam ich her. Da ist noch was hinter.
Verbandskasten. Alles klar. Gut, hier muss ich lang. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Denn da will ich noch nicht lang. Wir haben hier, glaube ich, noch einiges zu erkunden. Da müssen wir lang. Der macht das mal runter hier, genau. Ich brauche einen, der nach unten führt. Okay, danke. Jetzt bitte so ein, genau. Jetzt so ein. Wo muss ich denn hin? Ach, nach da unten. Okay. Oh, ich mach's ja sogar schon richtig. Dann bitte nach da, dann wieder so ein. Dann brauche ich nochmal einen seitlichen. Und jetzt brauche ich nochmal den. Zack. Wir haben einen Sicherheitsbot reaktiviert. Sehr geil. Was haben wir hier denn eigentlich alles? Neuen Plasmid-Slot. Körpertunika, Techniktunika, Kampftunika. Gesundheitsupgrade. Oh, ich liebe halt diese Gesundheitsupgrades, ne? Dämpft deine Schritte und erhöht bei der ahnungslosen Gegnern. Okay, massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Ah. Verringert die Preise an Verkaufsautomaten. Das ist natürlich nett. Ever-Saver, Plasmide verbrauchen weniger Ever. Das wäre natürlich auch nett. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer. Oh, das ist natürlich... Oh, das ist alles hier nett. Bis auf das hier, das brauche ich nicht. Wirbelt Gegner in die Höhe, wenn diese über den Wirbel laufen. Ja, das brauche ich nicht. Oh, feuert einen elektrischen Blitz ab, der das Ziel kurzfristig betäubt. Geringere Ever-Verbrauch als Version 1. Verheerend bei Gegnern im Wasser. Das habe ich ja jetzt auch schon, ne? Obwohl das halt ein Übel... Niedrigen... Oh mein Gott, Moment. Erstmal hole ich mir das. Oh. Ah. Ja, gut. Ja, mehr Feuer verwenden ist halt schon nice, ne? Dann nehme ich mal... Statisch entladen? Ich weiß es halt nicht. Was ist das? Nein. Elektrobolt 2 holen wir uns. Dann würde ich mir halt gerne... Oh, was brauche ich denn jetzt? Oh, was brauche ich denn jetzt für ein Upgrade? Scheiße. Wo ist der Automat? Der Automat ist... wo ist der Automat? Ist der nicht hier gewesen? Nein. Ach, shit. Ist das der da hinten? Ich glaube, das ist der da hinten, ne? Nee, das ist der andere. Oh, Mann! Ich habe den Automaten verloren. Verdammt! Ist der hier? Hier ist einer. Ist nett. Ich brauch Techniktoniker. Was habe ich hier denn jetzt abgelegt? Ich habe hier statische Ladung. Wegen elektrischen Schlag ab. Okay, er hat den Schaden in die Kameraspots und Geschützturm hinzufügen. Ach ja, stimmt. Wir nehmen weniger Schaden durch Feuer. Ja, das will ich ja haben, genau. Wrench Jockey habe ich. Ne, ich nehme das ruhig mit. Und die Körperpanzerung verringert allen physischen Schäden. Ja, ist okay. Dann brauche ich das Technik-Upgrade, sag ich mal, ne? Damit ich das eine Tunico mitnehmen kann. Ich glaube, ja. Ja, Technik-Upgrade. Nehmen wir das mal mit. Und da wollen wir jetzt... Ich kann... Oh, hab noch keins hinzugefügt. Ja, wir könnten jetzt noch hier Eversaver oder, ne, sowas holen. Aber es ist halt auch ein Tunikum und das brauche ich dann jetzt momentan nicht. Dann hole ich mir... Okay. Brauche ich erstmal die ganzen Upgrades und ich glaube, ich bin jetzt erstmal soweit fertig. Ich heile mich nochmal eben. Das ist, glaube ich, gut. Und dann bin ich hier, schätze ich. Ich bin auch kein Plan. Bin ich hier fertig? Ich weiß es echt nicht. Aber ich glaube, ja. Aber hier könnte ich noch irgendwas übersehen haben, oder? Bin ich hier hinten nicht gestorben irgendwie? Oder wo bin ich denn hier jetzt? Da bin ich auf jeden Fall wieder... Nee, da bin ich wieder hochgegangen. Wo komme ich denn hier jetzt hin? Wenn ich hier lang gehe. Zu einer Kiste, an der ich noch nicht war. Okay. Hier war ich dann, bis aussieht noch nicht. Die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen.
Oh, ihr leiser. So, safe knacken, ganz klar, hacken. Bitte einmal das, damit ich ein bisschen Zeit habe. Dann das. Nochmal das. Dann nochmal so eins nach unten und die beiden. Oh. Ja, gut, so viel ist da jetzt nicht drin gewesen, was ich unbedingt brauchen könnte. Aber egal, mitnehmen ist besser als, beziehungsweise, ja, brauchen, haben ist besser als brauchen oder so. Sagt man so, ne? Hätte ich hier gerade... Ach, Mülleimer. So, was kann ich mir denn noch holen? Gibt's hier noch was? Komm ich von hier? Oh! Ich bin gewappnet, Buddy. Ich wollte das nicht kaufen, so. Wo ist der andere? Ja, das ist das, genau, das brauche ich nicht. Obwohl, da habe ich jetzt ausgeguckt. Ja, genau. Das muss ich suchen. Ja, das ist weg. Okay. Achso, ja, das ist... Hey, wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ? Egal. Gut, dann halt nicht. LOL! Er war vor mir und hat mich nicht getroffen, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Ich bin ein Main im Ausweichen. Auch wenn ich es nicht wollte. Oh, wir können zwar Verbandskästen kaufen. Wir hacken aber vorher. Damit wir mehr Verbandskästen rauskriegen. Als wir eigentlich brauchen. Oh scheiße, jetzt muss ich hier einmal Trick 17 anwenden, wenn ich überhaupt so einen hätte. Danke. Den nach oben. Nein, scheiße. Ja, schon verkackt. Ach komm, nutzen wir einen Autohacker. Willkommen im Zirkus der Wert. Ich will Verbandskästen haben, bitte. Voll machen, danke. Pistolenmuni kaufen uns auch gern nochmal. Panzerbrechend habe ich auch ganz wenig. Davon nehme ich auch gern nochmal ein bisschen was mit zumindest. Schrot. Oh no, komm, Pistolenkugeln. Dann sind wir jetzt erstmal so gut dabei. An sich, würde ich meinen. So, da kommen wir weiter, ne? Hier ist nochmal eine Heal Station. Bin ich jetzt hier? Achso, hier. Alles klar. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles durchsucht hier, was ich durchsuchen konnte. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. Okay. Schrotze in die Hand nehmen. Einmal nachladen. Wir haben halt echt wenig. Wir haben ionischen Schrot. Übel viel. Warum nutze ich den eigentlich nicht mehr? Wir haben davon so viel. Wir könnten das eigentlich erstmal verballern. Wir finden davon ja auch relativ viel, muss ich sagen. Also so ist nicht. Wir hätten davon ja genug dabei. Jetzt komme ich da nicht durch. Das ist so ein 5 cm Ast, ist einfach stärker als so ein ganzer Mensch. Alles klar. Hey. Hast du keine Little Sister dabei? Oder ist jetzt mir? Einfach mitnehmen. Das ist ein Notfall-Bot-Schalter. Was habe ich hier oben? Ja, oben habe ich noch was, okay. Ja, komm. Come on. Come on. Komm, Schnuffi. Mein Fuß. Es ist top für dich. So neu für dich. Das Mann ist so.
Kanadier gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk da mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Alles klar, vielleicht finden sie Visier irgendwo. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Die verdammte Stadt ist so gebaut, dass bei einem Notfall wie diesem hier kein Mensch rauskommt. Entweder wir bekommen wieder gesunde Bäume oder du bleibst für immer hier unten. Hey. Ich brauch dich. Schnuffi, du kannst doch nicht einmal weggehen. Bisher will er mich einmal allein lassen. Kann doch nicht tun. Was ist das? Ach, ne Muni-Dings, okay. Leiche. Okay. Haben wir eigentlich schon alle? Eine Little Sister fehlt noch. Wir haben keinen Kommentar des Regisseurs. Nee. Suche in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Okay, komm mit, Schnuffi. Er gönnt sich. Den haben wir ja gar nicht gesehen gerade. So, jetzt können wir aber safe hier. Ne, wir müssen. Sauerstoffversorgung kritisch. Abschaltung eingeleitet. Alle Schotten sind verriegelt. Danke. Du besuchst das Ort. Du bist meiner! Ich hoffe. Mann! Er kommt sie durch. Kleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja, sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie, die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Habe ich nicht eben irgendwen gehört? Schnuffi! Richte den Minister aus, Herr Solbar! Meine Tochter heiratet, nicht er! Bleibt einfach stehen! Bleibt einfach stehen! Okay, gut, dann gehen wir den ganzen Weg wieder zurück mit unserem Schnuffi. Komm schon! Ja, komm! Ist doch schon cool, ne? Big Daddy als Haustier, ey. Ah. Nicht mit dem. Sicher ist Lücke, was ist die Temperatur denn? Was Epidermis dahingegen an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt? Nee. Du baust nichts als Scheiß! Okay. Komm her. Komm. Spring rüber. Ich juck ihn. Aua. Ich juck ihn einfach nicht. Was hier lang? Wo ist denn lang? Ah, da lang. Okay. Eben war der Pfeil weg. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder.
Haut da rein!